ja schon ein bisschen über der Zeit. Fenster lassen wir, wenn keiner was dagegen hat, einfach mal auf, dann gibt es ein bisschen frische Luft. Da können wir auch noch drüber reden. Ja, Prinz Wied in der Wolke oder alles neu? Wie angedroht, heute Morgen, gibt es jetzt nähere Informationen zur Architektur der Print Cloud. Und ich mache hier nur den Einführungskasper. Da stehen die beiden wichtigen Leute, der Dr. Alfred Konert und Christian Kahn vom Print Cloud Team. Die erzählen gleich mal ein bisschen was darüber, was wir uns bei der Architektur so gedacht haben und wie sie aussieht und was sie so macht. Da habe ich einfach mal alles, was wir so benutzen, zumindest das meiste davon, aufgemalt und aufgenommen auf die PowerPoint. Das meiste davon wird gleich erklärt, hoffe ich, oder zumindest im Kontext erklärt. Nochmal zur Wiederholung für alle diejenigen, die heute Morgen nicht bei dem Roadmap-Meeting waren zur Print Cloud. Gerade erhältlich ist der Datasheet-Service, der Print Cloud Rendering-Service für Akeneo in erster Linie. Jetzt, es wird noch weitere Data Agents geben. Es ist standardisiert. Das haben wir ja heute Morgen auch nochmal gelernt. Alles Standard. Template-Veränderungen kann es geben, aber die Print Cloud soll in keinster Weise, und das ist auch tatsächlich so, die Print Suite Enterprise ersetzen. Das Ganze gibt es in der Cloud. Subscription-based ist derzeit headless, natürlich finde ich auch immer und ewig. Und ja, da wir die Folie schon mal gesehen haben, gehen wir jetzt einfach weiter. Da hatte ich ja den zweistündigen technischen Vortrag angekündigt, der folgt jetzt. Nicht wahr, Christian? Richtig, also Dietmar hat es ja angekündigt, 2 Stunden Vortrag. Also ich hoffe, ihr habt alle noch ein bisschen Zeit mitgebracht. Die Zeit werden wir brauchen. Du klopfst im Stuhl, okay, wunderbar. Ja, vielleicht schaffen wir es auch ein bisschen weniger Zeit. Hier auf dieser Folie sieht man, ich sag mal so in so einem Großen und Ganzen, halt die Architektur der Print Cloud. Das ist jetzt ziemlich erschlagend an der Stelle, deswegen möchte ich auf die Folie in dem Moment noch nicht so tief eingehen, sondern ich würde das gleich nochmal ansprechen. Ich würde aber auf die 4 Säulen jetzt näher eingehen. Das sind hauptsächlich Backend-Komponenten, Frontend- bzw. RESTful-Komponenten. Da haben wir sowas, sogenannte Worker, das heißt die kleinen Arbeiterbienen, die sich um alles kümmern. Und das Ganze verpacken wir auch noch in eine Orchestration via Kubernetes und Docker. Aber wie gesagt, zu den einzelnen Punkten gleich im Detail dann mehr. Backend. Ja, beim Backend haben wir uns überlegt, wir könnten jetzt alles von vorne, von Grund auf selber entwickeln. Stattdessen haben wir uns dazu entschlossen, halt bereits fertig verfügbare Open Source Komponenten zu verwenden, die auch im Enterprise-Umfeld getestet und, sind und sich bewährt haben. Da sind zum Beispiel zu nennen RabbitMQ als Message Broker, um die ganze Kommunikation der verschiedenen Komponenten und Services untereinander zu regeln. Da wir möglichst auf eine Plattformunabhängigkeit setzen wollen, was die Auswahl des darunterliegenden Cloud-Providers angeht, haben wir auch gesagt, wir abstrahieren die Speicherschicht. Sprich, wir wollen nicht uns auf Amazon S3 zum Beispiel festlegen, sondern wir nehmen eine Middleware wie Minio, die halt als S3-kompatibler Speicher dient und uns dann als ein Interface zur Verfügung gestellt wird. Aber dahinter kann sich theoretisch alles Mögliche verbirgen. Da kann irgendeine lokale Festplatte sein, wenn man das in der lokalen Entwicklungsumgebung betreibt. Das kann aber auch ein S3 oder ein anderer Storage sein. Für Caching-Möglichkeiten setzen wir auf Redis. Und für das ganze Thema Logging auf den bewährten Elastic-Stack, der den einen oder anderen sicherlich bekannt ist. Im Bereich Frontend. Frontend ist an der Stelle ein interessanter Begriff, weil wir noch keine fertige Web-UI haben. Das heißt, wir starten mit Print Cloud, mit Public APIs, sprich wir haben REST-APIs, REST-Services, die entsprechend von Applikationen angetriggert und angesteuert werden können. Das heißt, externe Systeme können über diese APIs mit uns kommunizieren. Authentifizierung wird dabei über einen entsprechenden Service geregelt. Da wird aber der Alfred gleich auch noch was im Detail zu sagen.
wenn es um den tatsächlichen Prozessflow geht. Bei den Workern, da ist tatsächlich die ganze Magie im Spiel. Das heißt, die Worker erledigen die eigentliche Arbeit. Das heißt, wir haben einen Worker, der sich um das Rendering kümmert. Wir haben einen Worker, der sich um Transformation von Daten kümmert. Eigentlich für alle möglichen Jobs, die wir innerhalb der Print Cloud erledigen müssen, haben wir einen sogenannten Worker. Das heißt, ein kleiner Microservice, der wirklich darauf spezialisiert ist, eine Aufgabe zu erledigen. Das heißt, wenn wir sagen, wir rendern ein Dokument, dann macht das ein Rendering Worker. Der Rendering Worker ist aber nicht dafür da, das Dokument dann irgendwo hochzuladen zu einem Kunden, sondern dafür gibt es dann halt einen Upload Worker. Deswegen, also wir haben eine ganze Reihe von fertigen Workern bereits integriert. Es werden allerdings sicherlich noch sehr viel mehr im Laufe der Zeit da hinzukommen. Hier so eine kleine Liste von Workern, die wir bereits etabliert haben. Alfred. Okay, dann kann ich auch nochmal Hallo sagen und direkt weitermachen. Ich will mal ein bisschen konkreteren Beschreibung zu machen, wie wirklich so ein Prozess im Moment in der Print Cloud aussehen würde, wenn man den Rendering Service anspricht und was spezifische Details wirklich davon sind. Also es geht von links nach rechts. Wir haben hier unten zweimal eigentlich einen Customer mit einem REST-Client und wir haben auch einen REST-Service unten dran. Erkläre ich gleich nochmal, warum der Customer eigentlich zweimal auftaucht. So, die eigentliche Cloud befindet sich hier dazwischen. Hier steht allerdings nicht Print Cloud, sondern Print Grid, weil wir das so als internen Namen für die technische Realisierung des Ganzen nutzen. Und wir kommen manchmal durcheinander. Also wenn wir Print Grid sagen, ist das vielleicht manchmal falsch, weil wir das Produkt Print Cloud meinen oder den Rendering Service in der Print Cloud. Gut, wie geht's los? Wir haben den Service abgesichert durch OAuth Tokens. Im Moment betreiben wir einen eigenen Identity Provider quasi in der Print Cloud. In der Zukunft vielleicht, wenn wir eine Web UI haben, kann man auch andere Identity Provider, sagen wir jetzt mal Microsoft, Azure oder so, integrieren, um sich zu authentifizieren. So, der nächste Schritt, den der Client, also Customer REST Client eigentlich macht, ist, er muss dann Produktdaten in das Grid schieben, die dann gerendert werden sollen. Das Datenformat erkläre ich gleich nochmal ein bisschen, wie das eigentlich aussieht. Wenn so Produktdaten hier ankommen, dann werden die validiert, ist die Anfrage überhaupt richtig? Und letztlich basiert der ganze restliche Prozess auf einer Menge von Message Queues. So, das geht in irgendeine Queue und der Client kriegt zurück, habe ich entgegengenommen, Nummer ist die und das war's. Also ab diesem Schritt sind die Prozesse in diesem Rendering Service wirklich asynchron. Also der Client kriegt nicht das PDF direkt. Der stellt eine Anfrage, fire and forget und irgendwo anders muss er zuhören, dass was zurückgekommen ist. So, dann geht es intern weiter, dass über verschiedene Schritte irgendwann unser Comet PDF, PDF-Renderer gestartet wird und so ein PDF wirklich generiert. Im Prinzip könnte man das Ganze auch so zeigen, dass der PDF-Renderer eigentlich der Kern der ganzen Geschichte ist, ganz dicker, fetter Böppel und drumherum sind so ein paar Schalen. Eigentlich ist das Ganze eine Engine, um PDF-Renderer-Prozesse schnell und hochskalierbar durchführen zu können. So, der produziert am Ende hoffentlich ein PDF. Das wird dann auch nur in irgendeine Queue gesteckt, bis es in irgendeinem Upload-Prozess wiederum landet und der lädt das zu irgendeiner Destination hoch, die auch die ganz unterschiedliche Formen annehmen kann. Und erst dann erscheint es vielleicht hier im Customer REST, also REST-Service vielleicht, wenn die Upload-Destination ein REST-Service ist, dann wäre das genau diese Schnittstelle, auf die das Ganze wieder zurückgesendet wird. Ja, das ist im Prinzip der ganze Prozess. Jetzt zu den Details. Okay, der REST-Service oder der Service, der am Ende die Daten entgegennimmt, das ist konfigurierbar, das könnte jetzt ein HTTP-Service sein, auf den man einen Upload machen kann. Das kann auch FTP oder SFTP oder sowas sein und ob man jetzt Post, Put oder wie auch immer diese Schnittstelle ist, das kann man alles konfigurieren. Das kann also projektweise quasi konfigurierend werden, sodass wir unterschiedliche PIMs zum Beispiel einbinden können, die unterschiedliche Möglichkeiten haben, diese Daten zurückzunehmen. So, statt Upload kann natürlich auch was anderes kommen, nämlich ein Callback. Und wir unterscheiden das daran, dass Upload heißt, da wird wirklich das PDF zurückgeschickt
Und ein Callback ist quasi eine Art von Webhook. Da kriegt der Customer REST Service quasi nur eine Information, das ist jetzt fertig und intern steht eine Location dabei, wo man das dann abholen kann im nächsten Schritt. Upload ist uns viel lieber, weil dann ein Hopf weniger gemacht werden muss. Und weil wir eigentlich nicht die Idee haben, dass das der Print Cloud Rendering Service in diesem Kontext quasi ein Datenspeicher für PDFs ist und man holt die erst 3 Wochen später ab. Da ist eine Regel drin, die sind ziemlich schnell weg. Die ist projektweise konfigurierbar, aber an sich ist das nur ein kleiner Zwischenspeicher. Ne? Weil die Datenmengen, die zustande kommen bei dieser Geschichte, werden schnell ziemlich, ziemlich groß. Ja, und es könnten natürlich Fehler auftauchen hin und wieder mal. Und dann gibt es eine eigene Fehler-Notification-Chain, die dann auch auf so einen Service gehen kann und man kann das dann auswerten und irgendwas damit tun. So, und jetzt, glaube ich, Christian noch ein bisschen mehr erzählen? Genau. Ja, wie läuft das Ganze? Also wir haben uns jetzt nicht eine Print-Suite genommen und die einfach irgendwo auf eine VM in irgendeinem Rechenzentrum gestellt und nennen das Ganze Print Cloud, sondern wir haben uns tatsächlich überlegt, eine neue, wirklich Cloud-Native-Technologie aufzusetzen. Wir setzen dabei halt auch auf Docker-Container und Kubernetes als Orchestrierungssystem. Das heißt, wir nutzen die für jeden Service die ideale Umgebung, die dieser Service braucht, um halt seine Arbeit durchzuführen. Sei es halt ein Betriebssystem, was in einem Container hochgefahren wird, die passende Java-Runtime, wenn es sich um Java-Prozess handelt, alle möglichen Sachen wie Bibliotheken, Schriftpakete, etc., werden alles in diesen Container halt reingespielt und sind dann entsprechend nutzbar für den jeweiligen Dienst. Die Orchestrierung selber findet über Kubernetes statt, das heißt, Kubernetes kriegt eine Konfiguration mehr oder minder mitgegeben, die sagt, das ist mein Zielsystem, das ist meine Zielumgebung, ich möchte so und so viel Rendering-Instanzen haben, ich möchte so und so viel andere Services haben. Und das System sorgt dann dafür, dass eben dieser Sollzustand auch erreicht wird. Wenn aus irgendeinem Grund mal so ein Container abstürzt, wegknallt, nicht mehr verfügbar ist, oder ich brauche mehr Container, weil einfach das System meldet, die Ressourcen, die du gerade dort auf deinen Renderern verbrauchst, ist zu groß, die Anfragelast ist zu groß, es kommen halt zig Renderings rein, dann spawnt das System einfach im Rahmen der Parameter, die man mitgibt, weitere Containerinstanzen. Und dann haben wir nämlich nicht nur einen Renderer, der dann läuft, sondern vielleicht haben wir dann plötzlich 100 Rendererinstanzen. Vorteil von Kubernetes ist, dass diese Ressourcen während der Laufzeit skalieren. Das heißt, wenn ich wirklich, ich habe darunter natürlich auch irgendwelche, ich sag mal Hardware, das läuft heutzutage meistens virtuell irgendwo, aber ich habe dort Hardware-Ressourcen hinter CPU-Speicher, die brauche ich zu einer gewissen Zeit. Also wenn ich gerade viel rendere, brauche ich viel Ressourcen. Wenn ich die Ressourcen nicht mehr brauche, dampfe ich das Ganze einfach wirklich sofort wieder runter auf einen Minimalstand. Und das hilft uns natürlich, A, Stabilität und auch Robustheit des Systems zu garantieren und eben diese Skalierfähigkeit, dass wir halt nicht nur einen Kunden mit so einem Cluster versorgen können, sondern potenziell hunderte von Kunden. Und so kommen wir dann halt auch wieder zu dem Architekturbild, das das Ganze ja letztendlich auch zusammenfasst. Auf der linken Seite die verschiedenen Worker-Komponenten, in der Mitte Backend, Frontend. Und das Ganze wird noch zugreifbar gemacht über halt gewisse Mechanismen, die Kubernetes einem bereitstellt, um so Sachen wie Load Balancing zwischen den verschiedenen Komponenten sicherzustellen, um auch eine sichere Anbindung über SSL zu ermöglichen. Da gibt es entsprechende Möglichkeiten für. Kannst du mir erzählen? Okay. Ah ja, ich bin heute fürs Konkrete zuständig. Und wollte ich zeigen, wie sieht das ganz konkret aus? Also wie kann jemand, der diesen Service verwenden will, das praktisch umsetzen? Und das sind jetzt natürlich nur ein paar kleine Beispiele, aber es ist wirklich eigentlich ganz simpel. Letztlich schickt man auf unseren Service irgendwelche Post-Abfragen mit HTTP. Wo man jetzt hier sehen kann, ich habe das in Gelb extra gemacht, da ist immer der Tenant und das Projekt in all diesen API-Calls oder auch in der Datenspeicherung bei uns intern ist immer extra ausgezeichnet und wir trennen ganz strikt alle Mandanten oder Projektdaten gegeneinander. Einfach schon aus Sicherheitsgründen. So, gut, dann hat man einen Aufruf, da gibt es eine Authentifizierung, die über den Service, anderen Service vorher geholt wird. Üblicherweise ist unser Inputformat XML. Kommt gleich noch eine Folie dazu, wie das aussehen muss, aber
Christian hat es am Anfang schon erwähnt, hat so einen Transformworker mit aufgeschrieben. Also wir können auch JSON entgegennehmen oder insgesamt eine XSL-Transformation noch zwischenschalten, wenn das denn nötig wäre, um aus irgendeiner anderen Datenstruktur unser Ziel XML zu machen. So, und üblicherweise kriegt man eine 202-Meldung zurück mit irgendwie einer Liste von Tickets, die unter denen das dann abläuft, intern in unserem System, über die man gegebenenfalls auch weitere diagnostische Daten kriegen könnte. Es ist so, das ist tatsächlich eine Liste, also diese Input-Daten können ein Rendering beschreiben, ein PDF, das können aber auch 50.000 sein, das ist uns egal. Also, ich glaube, im Moment lassen wir nicht mehr als 256 MB oder sowas als Input zu, aber das wäre schon mal ein Wort. Jo. Okay, ja, die Daten sind also strikt separiert zwischen Mandanten und zwischen verschiedenen Mandanten, verschiedenen Projekten. Wir haben üblicherweise XML-Input und diese Möglichkeit, einen Fanout nennen wir das, zu machen auf den Inputs in verschiedene Renderings. Also letztlich kann ein so ein Input zu 50.000 Messages führen, die dann abgearbeitet werden. Okay. Wir schreiben eigentlich nicht richtig exakt ein Format vor, wie diese Daten kommen müssen, aber haben schon eine Rahmenstruktur quasi definiert, in die man die meisten Produktdaten wirklich reinpacken kann, ohne was dazu machen zu müssen. Und das ist ein ganz simples Format, wenn man hier mal so, also ich werde die Details hier nicht erläutern, aber man sieht, da ist jetzt nichts fancy drin, da gibt es irgendwelche Items und irgendwelche Keys und Labels und Values und ein paar References, mit denen man da hin und her navigieren kann, mehr ist es eigentlich nicht. Also wir haben ein einfaches Datenformat, ist aber von uns gleich so gedacht, dass das ganz flexibel erweiterbar ist. Wir brauchen den Rahmen, um es vorverarbeiten zu können, aber sonst ist es eigentlich egal. Wie es genau aussieht oder aussehen muss, hängt davon ab, welches Comet-Projekt eigentlich verwendet wird. Das heißt, welche Platzhalter da am Ende wirklich ablaufen, wo die reingreifen. Wir versuchen diese Standard-Templates, die wir anbieten, natürlich alle möglichst gleich zu machen. Das heißt, am Ende werden fast alle Projekte mit der gleichen Datenstruktur arbeiten müssen. Aber wir haben uns Flexibilität hat offen gelassen an dieser Stelle. So, ich sollte noch kurz was sagen, wie man das eigentlich konfiguriert. Also Sie könnten das im Moment noch nicht, aber wie wir es intern im Moment machen. Im Moment natürlich quasi mit irgendwelchen Code-Editoren, in Zukunft vielleicht auch über ein Web-UI. Also intern haben wir eine JSON-basierte Konfigurationslogik, also letztlich sind das Dateien, die heißen hier Ion, das ist so, manche Leute nutzen im Moment auch JSON 5, das ist so JSON mit Kommentaren und so, ein Amazon-Format. Das nutzen wir, um alles zu beschreiben intern. Und ich habe hier extra nochmal ausgezeichnet, also was beschreibt man eigentlich in dieser Konfigurationshierarchie, eine pro Mandant pro Projekt, pro Worker-Klasse gibt es eine Konfiguration, optional immer, weil es gute Defaults gibt. Und dann gibt es als Sonderfall zum Beispiel in dem Fall zu unserem PDF-Render-Worker eine ZIP-Datei, in der tatsächlich ein Comet-Offline-Projekt, also früher hieß das Comet-Offline-Projekt eigentlich, drinsteckt, was jetzt ein Comet-Cloud-Projekt eigentlich ist, aber diese typische XML-Comet-Projektstruktur, die schon seit vielen, vielen, vielen Jahren existiert. Die nutzen wir, laden sie in das Repository des, der Comet-Cloud hoch und dann wird das einfach gerendert. So, genau, diese JSON-Dateien sehen quasi so in der Art aus und man sieht ja, was man so alles konfigurieren kann. Das sind jetzt nur wenige Beispiele, also ich könnte jetzt die Redeliveries bei Fehlern und die Zeiten dazu konfigurieren. Ich kann sagen, ob der Output, nachdem er einmal ausgeliefert worden ist, sofort gelöscht wird oder ich kann auch eine Zeit angeben, wie lange und so weiter. Also eine Menge Dinge, die da konfiguriert werden können. Oder hier auf der anderen Seite, wenn ich Bilder in meinem PDF habe, werde ich wahrscheinlich haben, dann gibt es noch ein spezielles Tool, das nennen wir den Media Proxy. Das ist letztlich auch, das ist keine Worker, sondern ein Service. Der holt in Wirklichkeit die Bilder für den PDF-Renderer ab, aus den MAM-Systemen zum Beispiel. Und hier könnte man zum Beispiel konfigurieren, wie ist denn der Zugriff in diese MAM-Systeme für das entsprechende Projekt. Also hier ein Beispiel mit irgendeinem API-Key, aber das könnte auch was Komplexeres sein. Das Wiedererkennen von der Logik her vielleicht manche aus dem REST-Connector, aber das ist sehr ähnliche Logik, die dahinter steht. Ja, was haben wir noch?
Ah ja, das Komet-Projekt selber, ich weiß nicht, ob jemand überhaupt schon Komet-XML-Projekte mal gemacht hat. Also, ja, natürlich, ja, absolute Experten. Ne? Also wir haben im Prinzip eine strikte Struktur dafür festgelegt. Man kann nicht, da nicht mehr alles machen, was man wollte, wenn man solche Projekte macht. Wir haben das Directory-Layout völlig festgelegt. Wir müssen natürlich auch vermeiden, dass man irgendwie plötzlich in diesen Containern, in denen das abläuft, dann irgendwie rumnavigieren könnte, mit C-Script wilde Sachen machen könnte. Das versuchen wir alles abzufangen. Die Fonts zum Beispiel kann man direkt mitliefern mit diesem Projekt. Die sind also dann einfach Teil unserer Konfiguration, unserer projektweisen Konfiguration. Die hängen üblicherweise nicht in den Basis-Images für die Container, sondern jeder Kunde muss da für sein Projekt schon den Font mitbringen, ja auch schon aus rechtlichen Gründen. Ja, Bildercom Media Proxy, das habe ich eigentlich schon gesagt. Und ich glaube, dann gebe ich mal an den Christian weiter. Ja. Also, Alfred hat jetzt ganz viel erzählt über die XML-Struktur, die man zusammenbauen muss und die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, um Daten auch auszuliefern. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, es gibt ganz viele verschiedene Content-Systeme da draußen, die alle das irgendwie anders machen. Die einen haben REST-Services, die anderen haben irgendwelche Exporte, die anderen haben Datenbank-Exporte vielleicht auch noch, diese bereitstellen. Und irgendwie müssen wir natürlich schauen, dass wir dieses XML-Format zusammenkriegen. Idealerweise kann das PIM-System oder das Content-System das zum Beispiel generieren, aber oftmals ist das nicht der Fall. Und da haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das lösen? Wie können wir lösen, dass wir A, die Daten vernünftig kriegen und B, wie können wir auch das Endergebnis dann an das Content-System ausliefern? Und da haben wir uns überlegt, dass wir da einen sogenannten Data Agent vorschalten. Ein Data Agent ist eigentlich nichts anderes wie eine kleine, leichtgewichtige Middleware, ein Stück Software, was genau auf ein Content-System ausgerichtet ist. Und das kümmert sich darum, die Daten abzurufen. Das kann halt eben über eine REST-API sein, das kann über vorgefertigte XML-Snippets sein, dass ich zum Beispiel ein XML für jedes Produkt habe und das dann entsprechend mir einfach nur nehme, vielleicht transformiere, vielleicht habe ich schon, wurde schon vorher transformiert durch einen anderen Job und das dann an den Print Cloud Rendering Service weitergebe, um das Dokument zu rendern. Und dann auch das Dokument entgegennehme, also sprich diesen Upload oder den Callback entsprechend entgegenzunehmen, das Dokument dann zu nehmen und zum Beispiel in das System einzuspielen, in das Content-System. Das kann zum Beispiel in dem Beispiel Akineo, also wir haben jetzt einige Data Agents schon erstellt, und eins davon ist ein Akineo Data Sheet Service, dass man dort das Dokument direkt an das Produkt hängt als ein Attribut beispielsweise. Das kann man hier im nächsten Slide ganz gut sehen. Auf der rechten Seite haben wir so ein typisches Akineo-System und dort gibt es dann entsprechend eine Attributsgruppe, speziell für den Print-Datasheet-Service. Und dort haben wir einige Felder. Wir haben zum Beispiel eine Template-Auswahl, das heißt, auf Produktebene kann man auswählen, was für ein Template soll hier gerendert werden. Man hat ein Statusfeld und auch nochmal so ein Infofeld mit einem Generierungslog und dann tatsächlich das eigentliche Datenblatt. Das heißt, wenn ich eine Generierung in dem Fall anstoße, indem ich den Status setze, das heißt, hier ist der Auslöser tatsächlich in dem Akineo-System, ich ändere den Status des Produktes auf, bitte generiere mir ein Datenblatt. Habe auch vorher natürlich mein Print-Template ausgewählt und der Akineo-Datenblatt-Service ist in dem Fall ein kompletter Hintergrundprozess. Das heißt, im Hintergrund wird ständig abgefragt, gibt es für mich was zu tun? Gibt es ein Produkt, was halt den notwendigen Status hat, auch in der jeweiligen Sprache? Und wenn es dann halt ein oder mehrere Produkte findet, dann rennt dieser Data Agent los, sammelt für diese Produkte die Daten ein, erzeugt ein XML in dem bereits genannten Format und startet die Generierung, kriegt dann das PDF zurück, lädt dieses PDF über ein REST-API vom Akineo direkt an dieses Produkt hoch. Das Ganze funktioniert im Hintergrund, ohne dass der User was anderes noch machen muss. Also irgendwann wird dann auch der Status, also gekoppelt mit dem Upload, ist dann auch ein Ende und eine Message noch, dass der Status auf PDF wurde generiert gesetzt. Vorher wird da auch noch ein Zwischenstatus gesetzt, befindet sich gerade in der Generierung oder vielleicht, was wir meistens nicht hoffen, irgendwo ist ein Fehler passiert und dann sieht man hier nochmal im Generation Log so einen Hinweis, was vielleicht schiefgegangen ist.
Genau, wir haben schon einige Data Agents. Der Akeneo Data Agent ist ein Beispiel. Wir wollen allerdings noch sehr viel mehr Data Agents für Standard-Content-Systeme anbieten. Also die Idee ist auch, dass man halt nicht nur einen Kunden damit versorgen kann, sondern theoretisch auch in dem Kubernetes-Gedanken beliebige Instanzen dieses Services für halt die verschiedenen Kundensysteme hochfahren kann, dass man auch dann eine strikte Trennung hat der Systeme voneinander. Wir wollen allerdings mehr Content-Systeme anbinden und hoffen da natürlich auch auf Feedback aus der Runde von Partnern, von Kunden, was jetzt zum Beispiel die Auswahl der nächsten Systeme angeht. Musst du Excel CSV-Dateien? Ja, ist geplant. Entweder, das hatte ich glaube ich heute Morgen mal gesagt, also entweder Cloud-to-Cloud-Kommunikation, also wir denken gerade darüber nach, wie wir was machen, entweder, jetzt habe ich schon wieder den Namen von der... Google Spreadsheet war das. Danke, ich kann mir das Spreadsheet nicht weg, ich weiß auch nicht. Also entweder Cloud-to-Cloud-Kommunikation mit Google Spreadsheet oder CSV-Upload mit einem eigenen kleinen Excel-UI, wir sind uns noch nicht 100%, vielleicht auch beides. Wird auch kommen. Genau, da gibt es ja viele Punkte auf der Roadmap, die da entsprechend auch reingrätschen, was halt die zukünftige Print-Cloud-Entwicklung angeht, also dass wir Services anbieten, eben wie zum Beispiel, dass man Excel-Daten hochladen kann, vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise mappen kann, aber da sind wir noch in der Designphase. Ganz kleine, einfache Dinge. Ne? Genau, richtig. Das Mappen kommt wahrscheinlich dann im Zusammenhang mit, mit der Desktop-Integration, weil da macht es ja dann ganz besonders Sinn. Kleine Agenturen, kleinere Projekte, kleinere Vorhaben, CSV-Dateien, genau, Mapping machen, fertig. Dann eigentlich komme ich auch nur an, was ist denn lieber? Ne, können wir wunderbar jetzt auch zwischendurch. Ich habe noch eine Frage zu den Templates. Es ist ja auch heute Morgen von Standard-Templates gesprochen worden. Ist mit einem Standard gemeint, es sind fertig aufgebaute Templates sozusagen in Form eines Produktsheets hinterlegt, die ich benutzen kann? Oder besteht auch die Möglichkeit, ich spreche da von ganz einfachen Templates, ich habe ein Produktbild, 5 Textrahmen, aber die halt unterschiedlich gefüllt werden sollen, aber ansonsten bleibt diese Basis als Master für eine Versionierung zum Beispiel in Sprachen bestehen, kann ich also auch solche Dinge hochladen, wo jetzt keine wilden Gestaltungsregeln drin sind, sondern im Prinzip halt ein Bild, mehrere Textrahmen fertig. Klar geht das. Also wir zielten auf verschiedene Dinge ab. Das erste, dass es nicht so wechselt mit der Print-Speed, wollten wir rüberbringen. Das zweite, das ist angekommen. Das zweite ist, es gibt quasi, was du glaube ich gerade sagtest, die Projektkonfiguration, wo ich dann im Grunde genommen die Platzhalter schon drin habe und wenn ich mich an dem Datenformat, so wie es für die eine Standardimplementierung gemacht ist, halte, dann habe ich schon alle Platzhalter fertig. Genau, auch quasi nichts mehr machen. Das Template selber ist eigentlich flexibel. Natürlich, wenn ich dann mit dem Kunden, mit einem Kunden absprechen will, wie möchtest du das denn haben und bestimmte individuelle Dinge habe, dann komme ich natürlich nicht mit den 3 oder 4 Tagen rumgestellt aus, sondern muss mich ja erstmal mit dem Kunden absprechen. Darauf zielt das zweite ab. Ich kann individuelle Templates machen. Wir können nicht alles, was man mit dem Kometen in der Print Suite machen kann. Genau, das ist ganz simpel. Aber viel zu. Okay, dann hätte ich schon mal einen Anwendungsfall, aber dann später. Ich habe noch einen kleinen Ständesfänger, der die Felder oder die Attribute, die ich im Template adressiere, die ja über den Data Agent letztlich vom Content System abgegriffen werden. Mhm. Die müssen ja irgendwie adressiert, also über Abfragen definiert sein. Das heißt, der Data Agent trägt eine bestimmte URL an, bekommt ein XML und kann sich dann aus dem XML die Informationen ausholen. Das heißt, der Input muss wohlgeformt und definiert sein. Also es muss klar sein, was in dem XML, was vom Content-System kommt. Und das wiederum würde ich dann in meinem, in Anführungszeichen, Standard-Template quasi adressieren. Ja. Und wie wir glauben, oder es muss irgendwie strukturiert sein. Ne? Also, aber es ist ein Kunde hat uns schon mal, das kann ich, ich sage gerade, wer das war, der hat uns als strukturierte Datei eine Open-Office-Datei geschickt. Also, ist ja keine falsche Aussage, ist auch irgendwie sowas wie ein XML, aber wir konnten damit natürlich relativ wenig machen. Da muss man dann das SLT vorher laufen lassen. Genau, was lesbar. Okay, also, aber der Data Agent macht im Prinzip eine Abfrage.
Das ist die URL, die er abfragt. Das können auch mehrere Abfragen sein. Das ist je nach Data Agent abhängig. Also wenn ich jetzt zumindest mal auf das Akeneo-Beispiel eingehe, da habe ich ja einen Trigger und der Trigger führt dazu, dass ein Job losrennt innerhalb des Data Agents. Was der Data Agent dann macht, ob der eine Abfrage, ob der 10 Abfragen über das Content-System macht, um all die notwendigen Informationen zusammenzusuchen, die man braucht. Oftmals kriege ich ja gar nicht vom Content-System alles mit einer Abfrage. Dann kriege ich vielleicht das Produkt mit einer und die Attribute mit einer zweiten und die Bilder mit einer dritten Abfrage. Also eigentlich kann man den Data Agent so ein bisschen als ETL bezeichnen. Ja. Klassisch. Deswegen haben wir uns einen allgemeinen Namen überlegt, weil das Content-System abhängig ist. Und bei den Personalisierungs-Dingen, die wir vorhaben, da hat man ja möglicherweise sogar mehr Daten gekriegt. Ja. Kommen die Personalisierungsdaten aus CRM? Ich meine, schön wäre es natürlich, wenn wir schon über solche Dinge sprechen, wie BPM, Kalunda, Activity und sowas. Schön wäre es natürlich auch, wenn der Data Agent ein gewisser Standard ist, ob das nun ein Kettle wäre oder ein, wie heißen sie die, Verdächtigen. Wäre natürlich auch schön. Wir müssen also die bestimmten Dinge anfangen. Ja, das ist ausgeschlossen. Ist ja nur ein Stichwort, oder? Ja. Genau. Also Data Agent ist ja an der Stelle ein Hilfsmittel, weil oftmals das so ist, dass das Content-System oder die Kunden und Partner dann nicht unbedingt in der Lage sind, genau oder direkt diesen Print-Cloud-Rendering-Service anzustoßen. Letztendlich ist das ja auch eine API und ich könnte mir natürlich mein Data Agent auch selbst bauen oder in mein Content-System einbauen. Es ist halt deswegen so ein kleines Stück einfach Middleware dazwischen. Was wir in der Print-Suite halt heute mit Data Provider, Entity Model und sonst was dergleichen alles machen, ne? Es ist da auch klar zu sehen, dass wir an sich haben wir das, diesen Rendering-Service in diesem Kubernetes laufen und wo zum Beispiel der Data Agent ist, das spezifizieren wir gar nicht. Ne? Weil das kann direkt im PIM sein, das kann irgendwie neben dem PIM sein, aber vom Kunden irgendwie da platziert. Das kann auch irgendwo in der Cloud sonst wo getrennt von unserem System sein, das wissen wir alles gar nicht, wie es implementiert ist und so. Ist eigentlich erstmal aus der Sicht des Kerns des Rendering-Services natürlich völlig egal. Der sagt, gib mir einen Post und gib mir Produktdaten nach einer relativ simplen Struktur, dass es passt zu den Platzhaltern in einem ausgewählten Template. Das ist es. Ist ein Subset von so einem Commit-Projekt gleich dem PDF-Renderer C-Script-Subset? Also ist das dadurch limitiert oder? Also letztendlich läuft in dem Renderer-Worker halt ein Commit-PDF. Von daher hat man entsprechend theoretisch all die Möglichkeiten, die der Commit-PDF halt bietet, der Renderer. Einige Sachen wollen wir gar nicht, dass die natürlich möglich sind, weil allein schon aus Sicherheitsgründen, dass ich irgendwo mit C-Script dann im Dateisystem des Workers rumspringe und dann irgendwas ermögliche oder vielleicht irgendwelche anderen Sachen ausführe. Es ist möglich mit C-Script, aber das ist etwas, was wir an der Stelle unterbinden. Ja, aber ich meine, so an gestalterischen Möglichkeiten ist im Prinzip das Subset sozusagen durch den PDF-Renderer. Genau, es gibt also auch die Möglichkeit, ein Build-Script auszuführen, was dort hinterlegt ist. Das hat man zuerst, wollten wir das weglassen, dass wir sagen können, okay, aus Sicherheitsgründen, da kann man eigentlich gar nicht skripten. Da haben wir schon dazu. Jetzt, deswegen, da haben wir schon, ja, das können wir nicht, das limitiert uns dann zu stark oder auch eben die Projekte zu stark. Von daher, das ermöglichen wir, aber eben unter Vorbehalt, dass wir bestimmte Funktionalitäten nicht erlauben, auch wenn sie möglich wären. Na, also einige Dinge sind da einfach aus Sicherheitsgeschichten. Ne? Also du kannst natürlich keine Shell Execute quasi machen oder sollst du nicht machen können. Obwohl wir das natürlich auch anders absichern, weil wir in diesem Kubernetes-Kontext sind, läuft das alles in eigenen Containern, die dann sozusagen diesen Prozess auch separieren von allen anderen Prozessen. Und wenn er zu Ende gelaufen ist, ist alles wieder weg. Also wir haben da kein hohes Risiko, dass die wirklich was kaputt machen können, solche Projekte. Aber ja, im Prinzip sind das Dinge, über die wir natürlich ständig nachdenken müssen in diesem Kontext und was das auch wirklich völlig anders macht zu den bisherigen Ansätzen mit der Print Suite oder so. Das ist einfach sozusagen ein völlig, völlig anderer Stack, auf dem man da arbeitet, sozusagen für die Kernleute drin. Aber für die es anwenden, die haben mit dem Kern ja gar nichts zu tun und wir werden sie auch nicht daran lassen. Und genau. Die Cloud ist halt deutlich exponierter und deswegen ist man da natürlich auch ein bisschen vorsichtig.
Ja, also wir haben halt eine Umgebung, wo potenziell halt viele Kunden drauf sind, versus klassisches PrintSuite-Projekt. Man hat halt eine Instanz für einen Kunden. Da kann man natürlich so im Kundenkontext machen, was man möchte irgendwo. Das geht natürlich in so einer Print-Cloud, nur begrenzt. Genau, was bedeutet das, mit der Print-Cloud zu arbeiten? Also letztendlich, anders als im PrintSuite, ist es halt keine On-Premise-Installation oder dass man das halt irgendwie selbst hosten kann, sondern es ist ein hundertprozentiger Service, den wir als Werk 2 entsprechend bereitstellen. Dann auch die entsprechenden Tools und Services drumherum. Wurde ja schon gesagt, in der Anfangszeit sicherlich ist da sehr viel noch mit Entwicklungstools bei uns intern zu arbeiten, aber wir planen da entsprechende Web-UIs, um diese Projekte dann auch konfigurieren zu können. Wichtig für uns an der Stelle ist halt, alle projektrelevanten Konfigurationen müssen natürlich in der Cloud sein. Nicht nur natürlich, dass die Cloud diese auch ausführen kann und damit arbeiten kann, allein schon auch aus Gründen, sagen wir so Disaster Recovery typischerweise. Wir müssen die Cloud komplett wieder hochfahren können mit allen Konfigurationen, die da sind, wenn wir dann erstmal alle Partner durchtelefonieren. Übrigens, wir brauchen jetzt hier die Konfiguration vom Kunden XY. Das könnte dann ein bisschen dauern, vor allem wenn das vielleicht sogar mitten in der Nacht passieren muss. Ja, dann sind wir 5 Minuten vor Schluss, auch am Ende, das passt. Nochmal eine Zusammenfassung, vielleicht möchtest du die noch die letzte Folie übernehmen. Ansonsten, das was wir gesagt haben, also Print Cloud Rendering Service, ein nativer, cloud-nativer, hochskalierbarer Service, um asynchron Produktdaten in Form von PDFs auszuleiten in einer containerisierten Umgebung und Data Agents, um das Ganze mit den Kontosystemen zu verknüpfen bzw. diese zu integrieren für Batch-Prozesse, was wir jetzt in dem Fall bei Akineo gemacht haben, allerdings auch mit dem Ziel, On-Demand-Prozesse zu realisieren. Vielen Dank. Ja.